Herzlich willkommen zu Grotenburg TV, heute nach dem Testspiel bei Bayer Oerding. Neben mir steht Uwe Weidemann. Bist du zufrieden mit dem Spiel? Ja, ich bin sehr zufrieden. Die Jungs haben das versucht umzusetzen, was ich ihnen mit auf den Weg gegeben habe. Wir haben ein paar sehr schöne Tore gesehen, wir haben ein paar gute Spielzüge gesehen. Sie haben versucht, viel mit zwei Kontakten zu spielen. Ich bin von Auftakt sehr zufrieden. Jetzt ist die erste Woche der Vorbereitung rum. Wie lief die Woche? Ja, wir haben ja das Spiel auch aus dem vollen Training raus bestritten und das war sicherlich sehr, sehr hart für die Jungs. Sie ziehen sehr, sehr gut mit, aber das wissen sie auch, dass die Grundlagen gut sein müssen, um diese Ziele, die wir haben, auch verwirklichen zu können. Du hattest ja zwei Testspieler die Woche im Training, Jawusch und Hassan. Wie machen die beiden sich? Ja, sie waren bemüht, sicherlich gegen Kreisliga A-Mannschaft will ich das auch nicht so hoch hängen. Die bleiben auch weiter dabei. Wir haben am Mittwoch nochmal die Möglichkeit und dann werden wir eine Entscheidung treffen, ob wir sie behalten oder nicht. Und wie ist der Eindruck der Neuzugänge, der 8 oder 9, die wir bis jetzt haben? Katastrophal. Nein, es ist. Wir wollen eigentlich den Weg weitergehen, wie wir im Prinzip im Winter angefangen haben. Ich denke, dass wir eine gute Rückrunde in der Gesamtheit gespielt haben. Wir wollten charakterfeste Jungs dazu holen. Und so wie sie sich bisher präsentieren, einfach klasse. Aber die letzte Saison schon da waren, machen den Jungen das natürlich auch nicht schwer. Gut, dann bedanke ich mich fürs Erste und wünsche noch eine erfolgreiche Vorbereitung. Dankeschön. Bei mir steht Thomas Tennagels. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Ja, ich denke, dafür, dass das erste Freundschaftsspiel war, war halt recht ordentlich. Wir haben ein paar gute Spielzüge drin gehabt. Ist natürlich klar, dass beim ersten Spiel noch nicht direkt alles von Anfang an hundertprozentig läuft, aber ich denke, 8-0, damit können wir schon mal zufrieden sein für den Anfang. Du hast ja ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Also bist du mit deiner Leistung bestimmt zufrieden, oder? Ja, sicherlich. Man ist noch nicht auf 100%, ne? Aber das wird ja in den nächsten 2-3 Wochen im Training noch kommen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich doch zufrieden, ja, auf jeden Fall. Hast du die erste Woche in deiner Heimat gut rumbekommen? Hast dich gut eingelebt wieder? Ja, ich meine, ich habe ja in der Jugend schon mal hier beim KFC gespielt, von daher war mir die Eingewöhnungszeit, war jetzt nicht so schwierig für mich, aber macht schon Spaß mit der Truppe, sind gute Jungs dabei und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Wochen auch drauf aufbauen können. Gut, dann bedanke ich mich erstmal und wünsche euch eine schöne Vorbereitung. Ja, Dankeschön auch. Ja. Ciao.